Mein Name ist Simon, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Spezialgebiet Entrepreneurship hier an der Frankfurt University of Applied Sciences und zugleich der Studiengangsleiter für den berufsbegleitenden MBA Entrepreneurship und Business Development. Mit dem Studiengang soll die Gründungs- und Innovationskultur an dieser Hochschule grundsätzlich verstärkt werden. Hallo, Thomas Funke, Mitgründer und Geschäftsführer vom Tech-Quartier Frankfurt. Uns gibt es seit 2 Jahren. Wir haben vor allen Dingen den Auftrag, Startups und Innovationen in Frankfurt zu fördern. Über 120 Startups finden sich hier, über 30 Großunternehmen und vor allen Dingen auch viele Universitäten und darunter auch die Frankfurt University of Applied Sciences. Wir hier an der Hochschule haben gleichzeitig auch ein Institut für Entrepreneurship, das Gründerinnen und Gründern hilft, ihre Geschäftsideen zu verwirklichen. Über das Zusammenspiel von MBA und IFE stoßen wir entwicklungsdynamische Impulse für die Region an. Ja, als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Lehre, Forschung und Praxis zueinander kommen, dass wir einen Gründergeist in der Stadt haben, viele junge neue Ideen haben und damit auch zukünftiges Wachstum generieren können. Mein Name ist Daniel van Wedel. Ich habe vor 6 Jahren angefangen, als Business Angel und Investor in Startups zu investieren. Bei dem Studiengang MBA Entrepreneurship and Business Development habe ich 2016 abgeschlossen. Seit einigen Semestern bin ich als Dozent in diesem Studiengang tätig und bringe aufgrund meiner Erfahrungen als Unternehmer und Investor praxisrelevante Themen mit in die Vorlesung ein. Die Vorlesungen finden bei uns hauptsächlich in Kleingruppen statt. Wir sind eine Gruppe von nur 10 Studenten, deswegen haben wir eine sehr persönliche Atmosphäre und deswegen entstehen viele Gruppendiskussionen und eher wenig Frontalunterricht. Unser Studium ist sehr praxisbezogen. Das liegt einerseits daran, dass wir viele Dozenten haben, die mit vielen Praxisbeispielen aus ihrer langen Berufserfahrung das Studium bereichern. Zum anderen können wir aus unseren verschiedenen Branchen Business Cases einbringen, was eben auch für alle anderen sehr interessant ist.